Wie hat einmal ein weiser Mann gesagt? Eine neue Folge ist wie ein neues Leben. Na 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 na. Und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zurück, Freunde, hier bei Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Wir verlieren keine Zeit und springen sofort rein hier zu der Gilde, denn ich möchte gerne noch einmal ein wenig Hommage an unsere Mitglieder geben. Ihr wisst schon, was ich meine. Nämlich möchte ich mich bei jedem Einzelnen bedanken, der hier mit dabei ist. Also quasi einen kleinen Zwischenstand machen. Eine Inventur, eine kleine Bestandsaufnahme von all den Leuten, die mit dabei sind. Natürlich bin ich noch mit dabei. Und dann haben wir hier Torin Rudel, Spellforce 78, Sendor 36, Skesser, Nivia, Nies, Morikana, Mephisto, Mef 3, Mentrix, Loch 67895, General Feldmarschall, Fox, Bloody Shadow 150, R2-D2, Captain Cassian 85, Belfigor, Mef 02, Black Sun 002, Siginyu, Knight Armor, Phoenix Real 15, Fritz 2, Easy E, ich glaube, das heißt Hizzle oder Hizzle, ich denk mal, es heißt Hizzle, Nishans, Reiki 2, Hans Wurst, Nico 2007, Dark Killgrave, Molly Liza, Sith Girl Forever, Stan Binks, Jambo, Nachtschatten, Darth Starkiller, Micha, Syntrax, Shinzu, No Use for a Name, Marvin, Landers Quizen, Kale Solo, Ferry und Anti-Mate. Das sind die Mitglieder hier in unserer Gilde zum aktuellen Zeitpunkt. Falls ihr neu mit dabei seid und auch gerne Mitglieder dieser Gilde werden möchtet, ihr seht es, wir haben noch ein bisschen Platz. Außerdem 2-3 Doppel-Accounts, die wir rauswerfen können. Dementsprechend können wir Platz schaffen. Also einfach anfragen. Ihr könnt mich erreichen in der Videobeschreibung. Da seht ihr die Links auf unseren Discord-Server Karakord, auf die Facebook-Gruppe Karawars. Und dann könnt ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen oder über den allgemeinen Facebook-Link, den ich da reingeschrieben habe, oder die Kommentare. Und dann können wir das gerne besprechen. So, Freunde, wir machen heute weiter. Ich habe extra ein bisschen Kantine-Energie angespart, um hier Kantine-Energie auszugeben. Ihr seht es, da ist ein Event aktiv. Das will ich nochmal ganz kurz hier machen oder euch kurz zeigen. Hier war der Event für Rose, Tico und für Emmeline Holdo. Ja, ich zeige euch die Charaktere mal. Ich habe die schon freigeschaltet. Das liegt daran, dass mir... ich habe den Event gezeigt, also on screen. Leider ist die Aufnahme abgeschmiert und dementsprechend ist sie weg. Ja, also Emmeline Holdo, ich werde euch irgendwann mal zeigen im Laufe des Let's Plays. Keine Sorge, die werdet ihr noch in Action sehen. Und die meisten von euch, die das Spiel selbst spielen, haben den Event ja auch gemacht. Sie ist ein Tank für den Widerstand. Ziemlich cool. Dazu haben wir Rose Tico, ein Angreifer für den Widerstand, der ziemlich coole Statusveränderungen auf die Gegner machen kann. Schock und Verwirrung und so ein Kram, ne? Also nicht Schock, Betäubung und Verwirrung meine ich. Indem sie Schockstockschlag macht, ja? Also ziemlich cool. Und ich muss sagen, Capital Games, riesengroßes Dankeschön, riesengroßen Respekt an Capital Games, dass die es tatsächlich geschafft haben, Charaktere wie Emmeline Holdo, die eigentlich kaum irgendwas gemacht hat, außer zu reden, ja? In einen Charakter umzuwandeln, hier in diesem Spiel, der kämpfen kann. Also das war wirklich ziemlich cool gemacht, genauso wie Rose Tico, einer der, nicht ganz so beliebten Charaktere aus Star Wars Episode 8. Und auch sie haben sie hier, obwohl sie nicht so beliebt ist, trotzdem, also im Film nicht so beliebt ist, trotzdem unheimlich cool gemacht hier in diesem Spiel. Und eben dasselbe gilt für Emmeline Holdo, obwohl sie kaum irgendwie Action gezeigt hat, haben sie die auf eine sehr interessante und coole Weise umgesetzt, meiner Meinung nach, dass es wirklich Spaß macht, sie mitzunehmen. Sie ist ein verdammt starker Tank, also ein richtig guter Tank für den Widerstand, nur für den Widerstand. Und die beiden werdet ihr noch sehen, denn ich werde ein Widerstandsteam bauen, definitiv, ja, für die helle Seite. Wurde mir ja so empfohlen und deswegen werde ich die Jedi erst einmal ein bisschen zurückstellen und dafür stattdessen Widerstand farmen. Ja, wir haben ja schon Rey, wir haben Poe, wir haben Emmeline Holdo, wir haben Rose und ich weiß gar nicht, wir gucken mal ganz kurz, wen ich noch habe. Scrollen wir mal ganz kurz hier, ja, komm schon, meine Maus will wieder nicht so, wie ich will. So, Widerstand. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 8 Piloten haben wir noch, genau. Theoretisch könnte ich dieses Team hier schon aufziehen und damit zumindest mal die Widerstandsherausforderung schaffen. Natürlich werden wir auch die Widerstandstruppler Finn farmen und irgendwann auch mal Jedi-Ausbildung, ne, wisst ihr Bescheid? Machen wir auch alles noch. Ja, das kommt alles im Laufe des Let's Plays. Habt Geduld, Freunde, habt Geduld. So, dann werden wir nochmal ganz kurz eine Kleinigkeit besprechen, die ich gerade farme. Und zwar hier, bei 3F, kam mit demselben Patch,
dem letzten Patch, das hier. Ja, man kann nämlich momentan bei 3F in der Kantina Kylo Ren farmen. Ihr seht, ich habe ihn schon auf 4 Sterne gebracht, arbeite gerade an seinem 5. Stern. Und außerdem kann man hier den Thai Silencer mittlerweile farmen. Ich habe ihn schon freigeschaltet und bin nur noch einen einzigen Splitter davon entfernt, ihn auf 2 Sterne zu bringen. Und ich farme beides. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte gerne ein Team, eine Flotte komplett bestehend aus der dunklen Seite haben. Und momentan bin ich in der Arena auf 56, weil am Wochenende die Spieler unheimlich aktiv sind. Da sind viel mehr Spieler aktiv. Meistens rassle ich am Wochenende ein bisschen weiter runter. Ihr habt die letzten Folgen gesehen, dass ich mich zwischen Rang 7 und Rang 30 in der Regel befinde. Und am Wochenende falle ich da schon mal ein bisschen weiter zurück. Mein Ziel ist es hier, Maul rauszumachen und dafür Kylo unmaskiert rein. Ja, das ist das Ziel. Und bei der Flotte ist es ähnlich, da bin ich momentan auf Rang 27. Ich komme mittlerweile wieder ein bisschen voran. Ich kann mittlerweile schon ein paar Gegner besiegen, dank dem Thai Silencer. Ihr seht, er ist noch 58, ein Stern, aber es geht gut voran. Und das ist natürlich, das war jetzt ein Geschenk, ja, ein Riesengeschenk, dass dieser Knoten da gekommen ist. Für mich, natürlich für alle anderen auch, die den benutzen können. Ich kann euch nur empfehlen, den zu farmen. Falls ihr Interesse habt, diese Charaktere zu benutzen. Auf jeden Fall, für meine komplette dunkle Seiteflotte ist das natürlich ein Geschenk, jetzt den Thai Silencer hier farmen zu können, nutzen zu können. Dementsprechend habe ich ihn jetzt hier mit drin. Und für mein Arena-Team, mein Trupp-Arena-Team, ist es momentan so. Also wie das Ganze dann aussieht, werde ich euch dann irgendwann einmal in Action zeigen, sobald das Team fertig ist. Dann werden wir gemeinsam ein paar Trupp-Arena-Kämpfe machen, um euch das Trupp-Arena-Team zu zeigen und ein paar Flottenkämpfe, um euch meine Flotte zu zeigen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in die Freundesliste, denn auch da möchte ich gerne nochmal was zeigen. Da haben wir nämlich komplett neue Verbündete mit drin. Da sieht es momentan so aus. Wir haben Nico 2007, wir haben Mef02, wir haben Antimate, wir haben Eigenmatrix, wir haben Snoopy mit dabei vom Imperialen Finanzamt. Wir haben ein paar davon sind Randoms, die ich eben aus der Trupp-Arena kenne. Blexa002, Murikana, Molly Liza, Mahoney01, Mephisto, Goodop14, Reiki2, Fairy, das ist glaube ich auch ein Random aus der Trupp-Arena. Fritz2, Torinwudel, Hissele, Starforge, Corporal Adventure, Phoenix Real 15, Kale Solo, Widowmaker, Captain Cassian 85, R2D2, Dark Intruder, Lord Orlando. Das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe ja schon einmal gesagt, dass ich vor Lord Orlando riesen Respekt habe, weil er ein sehr interessantes Team hat, das er benutzt in der Arena, nämlich dieses hier. Und irgendwann eines Tages hat er wohl mal gegen mich gekämpft und mich dann angefragt. Ich habe die Anfrage natürlich liebend gerne angenommen. Also herzlich willkommen, lieber Lord Orlando, hier in meiner Freundesliste, in diesem Let's Play. Und ich habe auch mal versucht, gegen dieses Team zu kämpfen. Als ich Rang 7 war, wollte ich mal gegen das Team kämpfen und ich hatte keine Chance. Ja, also ihr seht, es Ausrüstung Stufe 10, R2-D2 und Ausrüstung Stufe 9, Thrawn, haben es eigentlich geregelt. Ich will ja schon fast sagen, dass die drei keinen großen Impact hatten auf den Sieg. Und das war auch wirklich so, ja, auch wenn es wehtut, ich mag die Charaktere. Und das Team hat auch so, wie es passt, in sich ziemlich gut zusammen funktioniert. Aber was mir vor allem wehgetan hat, war hier, die große Geschwindigkeit von Boba Fett, der eben dann unsere Skills blockiert hat. Die noch viel größere Geschwindigkeit von R2-D2, ne, 225, der auf jeden Fall als erstes angreift, der einen Rauchschirm macht, mir dadurch verbietet, wichtige Charaktere anzugreifen. Und außerdem hat er noch mal Nihilus betäubt. Genau, er hat mal Nihilus betäubt. Und natürlich, ihr seht es, Thrawn hier mit 221 Speed, der sofort jemanden gefractured hat. Also ist schon schwierig, gegen dieses Team zu kämpfen. Definitiv. Aber ich finde es sehr interessant, weil es eben voll nicht, jetzt mal abgesehen von Thrawn und von R2-D2 und Boba Fett, die man in jeder Ecke sieht, in der Konstellation, die beiden hier, wann sieht man die heutzutage jemals noch in irgendeinem Team? Ja, Sunfag und IG-88 und finde ich cool, finde ich echt cool. So, weiter geht's. Muss ich mal stehen geblieben. Jetzt muss ich mal durchscrollen hier, das gibt's ja wohl nicht. So, scrollen wir mal ganz kurz weiter. Zum guten Fairy habe ich glaube ich aufgezählt. Fritz 2, Torinwudel, Hissele, CPL, Adventure, Phoenix Real, Kale Solo, Widowmaker, Captain Cassian, R2-D2, Dark Intruder, Lord Orlando, Micha, Spellforce 78, Benelair, Nivias, Gesser, Anakin 7, Ozitochen, der Sternenbumser, Sandor 36, Nies, Sith Girl Forever, Genova oder Genova, ne, wisst ihr, Genova oder Genova aus Final Fantasy. Da auch nochmal herzlich willkommen, falls ich nicht gesagt habe. Mausk oder Morsk, Mantrix, General Feldmarschall, Odin Light,
Fox, Dark Kilgrey, Fanswurst, Matt McRae, Bloody Shadow und Terradon, der heute ganz, ganz neu mit dazugekommen ist. Ich heiße euch herzlich willkommen hier in diesem Let's Play und wie geht es in die Cantina-Kämpfe? Falls ich mal einen von euch nicht zeige oder nicht mitnehme, liegt das einfach daran, dass ich eben entweder nicht dran gedacht habe, weil ihr seht, das sind so viele Leute hier und so viele Leute möchte ich gerne mitnehmen und entweder ihr werdet mir nicht angezeigt oder ich dachte, ich hätte euch schon mitgenommen, wie auch immer, ja, also nix Persönliches. So, wir gehen jetzt mal zu Terradon, weil er ganz neu mit dabei ist und wählen unser Trupp für die Cantina, nämlich das hier, das Team hier und nehmen dann gleich Kylo Ren mit. Los geht's! So, ist ja cool, dass Plo Koon hier mit dabei ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir löschen natürlich wie immer zuerst die ganzen Gegner aus. Die werden wir mal betäuben. Guckt euch das mal an. Und zack, betäubt. Sehr gut. Ist noch nicht gemaxed auf 78 das Ganze, oder auf Stufe 8, weil der Gegner eben nur eine Runde betäubt war. Wäre das gemaxed, wäre er zwei Runden betäubt. Und ihr seht es, Dooku und Kylo Ren passen wunderbar zusammen, weil beide kontern können. Bei Flächenschaden macht das wirklich Sinn. Senkt außerdem noch die Zähigkeit der Gegner. Das heißt, sie werden anfälliger für Statusveränderungen, was auch sehr, sehr cool ist. Also, Kylo Ren wird mir auf mehrere Weisen großartige Dienste leisten dann in meinem Team, anstelle von Darth Maul, weil ich gemerkt habe, Darth Maul macht nicht wirklich Damage. Gegen ein Rebellenteam stirbt er zu schnell und gegen ein Phönix-Team macht er nicht wirklich Damage. Ja, das ist der Grund, warum ich ihn, also zumindest noch nicht, ja, noch, das ist die Betonung auf noch nicht, mein Maul macht nicht genug Damage, ja. Und das ist der Grund, warum ich ihn dann rausmachen werde, zukünftig für Kylo Ren unmaskiert, weil der nämlich die Möglichkeit hat, so, jetzt betäuben wir den mal ganz kurz, der hat nämlich die Möglichkeit, Gegner zu betäuben und uns zu beschützen, ja. Außerdem hat er eine 50%ige Chance zu kontern, am Anfang sind es 40, später sind es 50, und Dooku hat auch eine 100%ige Chance zu kontern, das heißt, wenn wir gegen Rebellen kämpfen, können beide noch kontern, was ziemlich cool ist. So, komm, wir greifen mal hier an, gucken uns den Schaden an, 6400, gar nicht mal so schlecht, und das war's! Perfekt, gibt 28 Token für uns, die ich dann brauche, um Boba Fett zu leveln. Wir gehen jetzt hier Leia vermöbeln. Und wen nehmen wir hier mit? Ich würde ja fast sagen, wir nehmen Ferries Boba Fett mit. Oder scrollen wir ganz kurz durch, wen haben wir noch zur Auswahl? Nein, wir nehmen Genovas Finn mit. Finn ist ja auch ziemlich cool und ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mit dabei hatte, aber ich habe mir vorhin vorgelesen, also los geht's. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Stärke unserer Charaktere achten. Ich meine, bei Verbündeten ist es nicht so schlimm, wenn sie draufgehen. Aber ich will ja auch Charaktere mitnehmen, die ein bisschen helfen können. Darum geht es ja auch. Komm, wir löschen sie mal kurz aus hier. Zack, sehr gut. 12.000 Schaden, gar nicht mal so schlecht. So, es wurden Fähigkeiten blockiert, das halb so wild. Und natürlich löschen wir Jedi sofort aus mit Maul. Ja, zu Zeiten der Jedi-Meter war Maul natürlich Gold wert, aber momentan ist er eher, ja, zweitklassig, habe ich schon einmal gesagt, glaube ich. So, starke Angreifer warten uns hier. Wir machen erst einmal Fleckenschaden auf alle hier. Zack, zack. Oh, bei den beiden Kontern auch noch. Glaube ich, dass es das Konter war. Nein, das ist sogar normal angegriffen, so wie es scheint. Wir greifen erstmal nur Leia an. Können wir sie betäuben? Das wäre awesome. Jawohl, können wir sogar. Sehr gut. Ihr seht, um die Jedi mache ich mir keine Sorgen. Können wir hier vielleicht entlösen? Perfekt. Dann schmeißen wir das Schwert. Das war's für sie. Und sie greifen wir auch gleich noch mit an. Sie brauchen wir gar nicht mehr angreifen jetzt. Ja, greif ruhig Dooku an, das stört mich nicht. So, sie wird sowieso drauf gehen. Können wir hier das erstmal wegmachen? Sehr gut. Dann greifen wir normal an, perfekt. Hier greifen wir auch normal an mit Dooku und sie ist draufgegangen, wie ich gesagt habe. So, Freunde, der letzte Kampf wartet auf uns. Dann habe ich wieder ein bisschen was gequatscht, wieder ein bisschen Action gezeigt und den können wir jetzt hier mitnehmen. Ich würde mal sagen, wir nehmen von Hans Wurst die Barriss Ophi mit. Ha, sollen wir das machen, Freunde? Das wäre doch gar nicht mal so schlecht.
oder Lord Orlandus Thrawn. Komm, wisst ihr was? Ich weiß nicht so genau. Nee, wir nehmen erstmal, ich weiß ja nicht bei Lord Orlando, ob er ein Zuschauer ist, aber wir nehmen auf jeden Fall Hans Wurst Sparrows auf ihn mit, denn ich habe ja mal gesagt, Zuschauer haben höhere Priorität als, in Anführungszeichen, Randoms. So, wir greifen mal hier an. Zack. Barriss macht jetzt natürlich nicht mega Damage, ja, aber sie kann auf jeden Fall heilen. Und das auch noch, ganz egal wo. Ganz egal unter welchen Umständen. Außer sie ist betäubt natürlich oder sowas. So, die Evox halten sich erst aus. Einfach weil sie Evox sind. Zack. Geil, ist ja betäubt. Greifen wir den hier an. Perfekt. So. Und dann kümmern wir uns mal um den da. Ich glaube, der geht eh drauf. Genau, sehr gut. Greifen wir alle an. So, sehr schön. Und der kann ich auch abziehen. Okay, Freunde, Tibo ist der Boss. Wir saugen mal hier an allen. Mal gucken, bei wem das geklappt hat. 50%ige Chance. Naja, bei dreien, glaube ich. Und wir schalten die Krieger zuerst aus. Wir sorgen dafür, dass die nicht mehr in der Überzahl sind. Ja, das ist ganz wichtig. So, können wir dem hier mit dem Schwert, Alter? Jawohl, sehr gut. Und vielleicht dem hier nochmal Fähigkeitsblockade. Nein, der hat widerstanden. Schade. Na gut. Dann müssen wir es eben mit dem hier abgeben. Perfekt. Tibus alleine kann nicht mehr viel machen und wir löschen ihn aus. So geht das, Freunde. Die Macht der Sith. Und jetzt nochmal eine kleine Ansage zum Abschluss, um euch nochmal auf den... Oh, hier, HK-47, da freue ich mich drauf. Eine kleine Sache zum Abschluss, die ich euch nochmal zeigen wollte. Zum einen habe ich nämlich genug Gegenstände zusammen, um Darth Nihilus auf Ausrüstung Stufe 10 zu bringen. Also sobald er Level 80 ist, werden wir hier ihm das Ding geben können. Das geht leider erst mit Level 80. Und da hat er sofort Ausrüstung Stufe 10. Diesen Gegenstand braucht niemand anderes, nur Nihilus. Also kann ich ihm das ganz problemlos geben. Das ist super klasse. Außerdem habe ich mit Dooku, wie ihr gesehen habt, wenn ihr aufgepasst habt, schon 130 Splitter zusammen von 100. Leider nicht genug Kohle, also knapp 300.000 oder was Kohle hier, ja, 357.000. Also sobald ich 1 Million habe, werde ich Dooku auf 7 Sterne bringen. Ich versuche das Ganze onscreen zu machen und es fehlt auch nicht mehr viel hier, um ihn auch auf Ausrüstungsstufe 10 zu bringen. Das geht leider auch erst, das geht leider auch erst mit Level 80 bei ihm, deswegen lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Aber wenigstens 7 Sterne hat er bald, das ist doch super klasse. Außerdem können wir, wenn ich dann weitere 500.000 habe, den guten Boba Fett auf 6 Sterne bringen. Da freue ich mich auch drauf, weil ich den dann nämlich endlich mal in den Raids benutzen kann. Also auch eine super coole Sache. Und wie gesagt, an Kylo Ren arbeite ich gerade. Das hier möchte ich ihm gerne geben. Ich brauche nur noch 4 Stück davon und dann kann ich ihm das hier ausrüsten. Nicht das hier, ne, das könnte ich zwar auch machen, aber ich mache lieber das. Das gibt dann bessere Werte und das ist dann momentan der Stand der Dinge. So sieht das momentan aus und dann werde ich, wie gesagt, nachträglich Maul ersetzen und dafür Kylo Ren reinpacken in mein Arena-Team. Und ich glaube, das war's soweit, Freunde. Ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Wenn ich irgendwas vergessen habe, irgendwas zeigen wollte oder so, mache ich es einfach in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Vielen Dank und möge die Macht mit euch sein.